Ein herzliches Willkommen zurück hier in Farlight Explorer auf unserer, ja, immer noch auf unserem gleichen Planeten. Und was sehen wir da? Geht schon mal gut los. Hier steht alles. Logischerweise, denn wir sind da hinten natürlich noch lange nicht fertig. Wir müssen da noch viel dran ändern. Aber auch hier können wir einiges ändern. Und ich habe natürlich wieder ein paar Tipps bekommen. Einmal vom FinFanFinne und auch vom Apokalian Nummer 1. Und ich möchte mal ein bisschen so drauf eingehen. Zum einen möchte ich erstmal kurz ins Baumenü schauen. Zum Thema Others. Gibt es hier so einen Control Computer? It controls the number of objects at the same time in the conveyor belts. Also könnten wir eventuell mit diesem Ding irgendwas anstellen, was das Zeug auf dem Fließband angeht. Mal gucken. Anscheinend braucht es auch keinen Strom. Jetzt suchen wir uns mal einen schönen Platz raus. Ja, komm, wir gehen einfach mal hier hin. Und schauen mal, was hier so geht. So, it controls the number, bla bla. Maximum Number ist momentan auf 100. High numbers of objects could affect game performance. Okay, you can increase. Also, wir können es erhöhen mit der Taste B. Und mit der Taste N, ne? Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, wir haben ja, ich habe meine Frames-Zahl von 60 hier auch in diesem Spiel, deswegen, wir machen es mal Hardcore-mäßig, wir erhöhen das Ganze mal auf 200 Objekte mehr. Und ich hoffe, dass die linke Nachricht jetzt vielleicht ein bisschen seltener aufploppt. Ach, kaum fangen wir an, wird's dunkel. Das war klar. Und bin gespannt, ob das funktioniert. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank dafür, für diesen Tipp. FinFanFinne, ich hoffe, es wirkt. Der zweite Tipp, den ich bekommen habe, gerade zum Thema unseres Problems hier, dass hier immer wieder sich das falsche Material durchschleust. Es ist natürlich die Frage, ob das funktioniert. Wir sehen ja, die Pressen laufen immer parallel runter. Was wäre also? Jetzt sammeln wir schon wieder Zeug ein. Was wäre also, wenn wir hier das Ding versetzen, indem wir einfach den Strom abziehen? Und zu einem richtigen Zeitpunkt wieder den Strom draufklatschen. Das heißt, wir gehen mal hier weg eben. Wir nehmen das Stromkabel hier. Hallo? Danke. Jetzt ist es natürlich nicht ganz einfach abzuschätzen, wann der runtergeht. Zack. Zack. Der andere ist momentan auf oberer Position. Das heißt, wenn der andere unten ist, ist natürlich sehr schwer, das herauszufinden. Wir probieren es einfach mal so mit randommäßig. Ja, sie sind auf jeden Fall Zeit. Oh, jetzt haben sie sich synchronisiert. Die synchronisieren sich. Ironischerweise die da hinten nicht. Die laufen schön abwechselnd. Also sollte das da hinten nicht passieren. Die Frage ist, warum hat der sich jetzt gerade wieder synchronisiert? Also, wir haben es kurz gesehen, ne? Also, der war ganz kurz. Bleibt der jetzt so? Da, jetzt stoppt er wieder. Ich weiß nicht, warum die ab und zu stoppen. Keine Ahnung. Was wir aber machen können, ist auf jeden Fall hier wieder ordentlich Zeugs rausnehmen. Oh je. Dahin. Bis dahin. Sogar schon über 100 Platten hier drin. So. Jetzt mal gucken, ob das. Ja, die Versetzung ist jetzt nicht ganz so krass. Theoretisch hier hinten müsste es eigentlich funktionieren, weil hier ist die Versetzung tausendmal besser. Aber auch hier. Alter, das geht ja hier lang. Bisher kamen keine Kupferingots. Vielleicht funktioniert es ja. So, auch hier können wir mal wieder ein bisschen das ganze Zeug erhöhen. So. Wunderbar, dann läuft es nämlich hier wieder. Was macht die Produktion hier? Oh, da ist richtig schön leer. Weil natürlich hier alles auf Hochtouren läuft. Wie schaut's aus? 171 Tech Points, 23 Bio Points nur. Ist logisch, wir haben natürlich hier sehr wenig Biogel. Hier fehlt auch noch die Verbindung in das Labor hinein. Wir können es aber wieder reinpushen. Können wir denn irgendwas noch eben forschen? Das wäre nämlich der nächste Tipp gewesen, dass wir einfach die Produktionsrate ein bisschen, also die Produktionsspeed, ein bisschen erhöhen, um dem auch entgegenzuwirken, dass wir hier schneller produzieren und demnach eventuell weniger Barren dann auf diesem Fließband haben.
Das Interessante ist, dass wir hier Pause haben. So, wir brauchen natürlich über die Bio-Points und ganz ehrlich, die Bio-Points würde ich eigentlich erst einmal aufbewahren, damit wir hier das Ding hier forschen können. Wir brauchen nur 50, aber auch das Spaceship braucht nochmal 70, aber es geht. Also es ist nicht viel. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, weil wir es ja provisorisch produzieren von dem her. Was wir natürlich auch mal kurz gucken könnten, das war glaube ich bei Science. Ja, das kostet halt schon 150. Das ist also einiges mehr, was wir für die anderen beiden Forschungen bräuchten, als das hier. Also klar, wenn wir das erhöhen, kriegen wir natürlich von beidem mehr. Ist mir schon bewusst. Aber solange wir genug Tech Points haben, Extraction Speed, ja, wir haben ja eigentlich kein Materialproblem momentan. Von dem her möchte ich das jetzt eher nicht machen. Der Kür geht noch nicht. Ja, wir haben eigentlich alles geforscht soweit. Deswegen, ja gut, dann. Ja, dann machen wir das mal. Solange wir genug Punkte haben, passt es. Diese. Oh, hier fehlt sogar schon was. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das sind diese Elektromagneten. Die kommen ja von hier. Wir haben auch noch hier ein paar Iron Bars. Das heißt, wir nehmen hier mal die Hälfte raus. Packen das hier rein, dass das Ding wieder produzieren kann. Hier jeweils 8, 8. Jetzt geht der Strom kurz wieder aus, weil ein Tag-Nacht-Wechsel hier wieder stattfindet. Und ein weiterer Tipp oder eine weitere Anregung eines Art Bauens. Wir könnten theoretisch natürlich, wir haben ja hier überall diese Oberleitungen, wir könnten auch natürlich nicht nur Oberleitungen, auch Unterleitungen setzen. Und ich denke, das werde ich vielleicht in Angriff nehmen für unseren oberen Bereich, dass wir einfach von unseren Oberleitungen für oben den Strom so abzapfen, dass wir quasi Unterleitungen haben. Ist ja eigentlich ganz praktisch, weil dann können wir die schönen Strommasten hier einfach überall nehmen. Aber ihr seht, wir müssen hier noch einiges, ja, ich sag mal, setzen. Und wir sollten vielleicht natürlich auch gucken. Ich meine, normal haben wir eigentlich momentan keine Materialprobleme. Aber trotzdem sollten wir hinten schauen, dass wir da fertig werden. Deswegen, ich will jetzt hier noch ein paar Platten setzen. Zumindest das Grundgerüst, sag ich mal. Dass wir grob sehen, wie groß das Ganze eigentlich wird. Und was mir auf jeden Fall gerade auffällt, ist, gut, okay, wir haben die Lager ein bisschen wieder verkleinert, sprich, oder wir haben ein bisschen umgelagert, deswegen sind die Fließbänder gerade nicht so voll, aber bisher kommen keine Nachrichten und ganz ehrlich, performance-technisch merke ich hier noch keinen Unterschied. Also, ich habe jetzt ja auch nicht so den Krückenrechner, dass das hier gleich total in den Keller geht. Aber wertvoller Tipp, sehr, sehr geil, dieser Computer. So, wenn man mal herausfindet, wie das mit dem Setzen einfacher geht wie jetzt, dann läuft das auch schon ein bisschen, ich sag mal, runter. So, obere Etage ist erstmal teilweise fertig. Sieht jetzt nicht so verkehrt aus hier unten. Okay, das ist ein bisschen doof, dass wir hier. Müssen wir halt mal gucken. Im Notfall haben wir ja immer noch die Innenansicht. Ist auch kein Problem. Wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Anlage hier nach oben setzen. Ebenso dann dieses ganze Gedöns hier, was wir haben. Reißen wir alles ab und setzen es einfach nach oben. Aber bevor wir das machen, kümmern wir uns jetzt erstmal nochmal ein bisschen um die Zufuhr von dem Zeug. Was haben wir denn so bei? Wir haben auf jeden Fall Greifer, wir haben viele Belts. Wir haben einen Conduction to Object. Lager haben wir gar keine dabei. Ich kann mich leider gerade nicht mehr daran erinnern, wie weit wir das auseinander gebaut haben oder wie weit wir das schon fertig gebaut haben. Deswegen nimmt es mir nicht böse, wenn ich jetzt kurz hinfliegen muss. Oh, da läuft ein bisschen Loot rum. Oh, das läuft ganz nah Loot rum. Na, der wird sogar schon abgeknallt. Aber ich glaube, er wird irgendwie nicht getroffen, habe ich das Gefühl. Ah, ja, och nö. Jetzt hast du den Loot kaputt gemacht, du Sack. Okay, irgendwie ist gerade alles Loot verschwunden. Na gut. Also, Kohle haben wir ja hier. Wunderbar. Hier hinten haben wir noch 163 drin. 136. Können wir auch mal wieder was rausnehmen. Und können das einfach hier wie wild in den Zug packen.
Hier passiert nicht viel. Obwohl den... Oh ja, okay, man merkt die 10%. Es sind jetzt 3 statt 2. Das ist auch nicht schlecht. Ja, fliegender Wechsel. Ein Zug geht, nächster Zug kommt. Also, wir müssen jetzt hier noch natürlich noch dafür sorgen, dass wir Kupfer rankriegen. Und das sind diese 2 Felder hier. Okay. Das heißt, wir müssen es erstmal... Ich frage mich, wo wir eigentlich unseren anderen Kram hin haben. Habe ich das alles in Kisten reingetan? Ich... Na, das kann natürlich sein. Wobei, warte mal. Nee, das sind die Dinger hier, die hatten wir ursprünglich für Kupfer. Jetzt passt mal auf. Jetzt gehen wir zur Station und gucken mal nochmal nach einem Ore Extraction Station. Und wir können eins bauen. Sehr gut. Können wir noch eins bauen? Hab's gerade nicht gesehen. Könnten noch eins bauen. Ja, dann bauen wir noch 2. Da ist sogar ein Lager dran. Das ist schon mal gut, weil dann können die schon mal einfach arbeiten. Das drehen wir aber eher so in die Richtung. Toll. Danke, dass du mich wieder zurückgedreht hast, du Sack. So, eins hier hin. Dann zapfen wir das hier auch gleich an. Drehen das natürlich in diese Richtung. War das klug? Ich überlege gerade. Der müsste jetzt ja eigentlich arbeiten. Ich hätte es vielleicht hier rübersetzen sollen, dass wir noch mehr Erzeförderer dran setzen können. Das Doofe ist, wenn ich es jetzt abreiß. Ja gut, dann müssen wir es halt manuell nachher verschieben. Was ich auf jeden Fall ändern möchte, sind diese Dinger hier. Das war klar, dass jetzt da was kommt, wenn ich es abreiß. So, wenigstens die Anfangsdinger abreißen. Weil wir wissen ja, wenn es verstopft, dann haut der Arm da das sinnlos in der Gegend rum. Das will ich vermeiden. So, das heißt, Kupfer kriegen wir jetzt hier. Ah, da ist auch wieder der Loot. Die haben komische Spawnzeiten, finde ich. Einmal. Zweimal. Okay, das, hoppla. Das war schlechter Loot. Das ist... Oh, Lead. Oder Lead. Oder wie man auch immer das ausspringen mag. Titanium-Ingots. Titanium-Ingots. Ja, Titanium stellen wir noch nicht her. Das ist also auch nicht gerade so verkehrt. Haben wir irgendwas zum Stapeln da? Nein, haben wir nicht. Oh, ich will nichts wegschmeißen. Müssen wir auch gar nicht. Wir müssen auch gar nichts wegschmeißen. Wir können ja hier das Zeug reinpacken. Das Zeug nehmen. So, weg mit dem Kram. Okay, was hat's vernichtet? Hier hat's zumindest nichts vernichtet. Objekt has been destroyed. Hat's eine Schiene wieder erwischt? Ich kann nichts entdecken, aber es wird auch wieder dunkel. Von dem her weiß ich es nicht. So, oh ja, wieder richtig schön dunkel. So, wir können aber trotzdem schon mal anfangen, das vorzubereiten. Eventuell können wir das gleiche wieder machen wie hier. Das heißt, hier kommen jetzt erstmal Greifer hin. Halt, Quatsch. Stage, Production Robots. Und die Train Robots. Oh, brauchen Stahl. Okay. Können wir noch nicht machen. Okay, gut, dann holen wir das später. Dann brauchen wir aber Storage. 2 Stück. Wir gucken einfach, dass wir das so ähnlich bauen wie auf der anderen Seite. So. Einmal Licht dahin. So, und jetzt habe ich auch den, Finne, jetzt habe ich auch den Tipp verstanden, den du meintest. Weil ich ja immer so Probleme habe, hier so Greifer hinzusetzen. Ich gucke immer in dem Bereich. Ich muss immer gucken, dass ich in diesem Bereich bin. Und was er meinte ist, Vergleich zu diesen Blöcken hier. Der Bereich zum Bauen ist immer um diesen Block. Ihr seht, wenn ich hier weggehe, hier drumherum kann ich natürlich nicht bauen. Es ist immer dieser kleine Bereich. Und genauso verhält sich es auch hier. Als Vergleich jetzt... Wenn ich jetzt hier so einen Roboterarm nehme, ich versuche immer hier zu bauen, das funktioniert nicht. Ich muss hier in die Mitte gehen und siehe da, schon habe ich die Möglichkeit, Greifer zu setzen. Vielen, vielen Dank, jetzt habe ich es verstanden. Bin manchmal ein bisschen schwer vom Begriff. So, okay, da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Platten setzen. Da können wir gleich die Dächer auch setzen. Können wir dann hier hinpacken. So,
Machen wir. Ne, 3 brauchen wir gar nicht. Hinten haben wir auch keine 3. Könnten aber hinten noch ein bisschen Licht vertragen. Ja, eins hier hin. Genauso eins hier hin. Wunderbar. Dann sehen wir nämlich auch, wie wir hier bauen. Und da müssten wir eigentlich das. So, jetzt müsste das ziemlich symmetrisch sein. Jawohl, das sieht gut aus. Dann müssen wir natürlich wieder so eine komische Konstruktion basteln. Wir haben sogar noch einen Teiler da. Ach, ist das schön. Aber nur noch ein Transport Conduction. Wir brauchen aber 2. Convoy Belts, Transport Conduction to Object. Jawohl. Haben wir alles. So. Packen wir einen hier hin natürlich. Einen packen wir dahin. Ich würde so gern draufsetzen. Aber es geht einfach nicht. Ah. So. Ach, da hatten wir ja die Probleme. Ich erinnere mich. Gut, im Endeffekt ist egal, wie wir hier kommen. Ich setze jetzt mal hier diese Plattform hin. So. Dann. Gut, dann kann man das da hinpacken, dann brauche ich das hier gar nicht. So. Und einmal gerade. Und wir brauchen jetzt nach links und dann nach rechts. Okay, left haben wir schon mal und rechts haben wir auch. Okay. Ah, wunderschön, wenn mal was klappt. Grandios. So. Dann haben wir das. Und dann können wir jetzt erstmal ewig langen Tunnel ziehen. Zum Glück haben wir ja 50. Oh je. Oh je. Sagt nix am besten. Theoretisch, ja, das einzigste Problem, was wir hier haben, ist natürlich, das ist ein gefundenes Fressen für unsere Asteroiden. Ich weiß, ich wollte mal unsere Verteidigung auch noch verbessern, aber eigentlich wollte ich erstmal gucken, dass wir hier die Tech-2-Dinger kriegen, die einfach einen viel, viel größeren Radius haben. Gott, bin ich noch weit weg. Oh, da kommt neuer Loot. Okay, eventuell machen wir jetzt hier eine Kurve einfach rein. Zack. Gehen hier ein bisschen ums Eck. Das Schöne ist, wir können ja direkt anschließen. Das heißt, mit dem können wir eigentlich genauso, wie wir kommen. Boah, wir haben alle 50 verbraten. Krass. Convoy Belt. Ja, wir haben so viele Platten. Wir haben so viele Platten. Ja. Massenhaft bauen. Immerhin geht's schnell, ne? Also, wenn ich jetzt bedenke, noch eine Fabrik bauen zu müssen für diese Dinger, dass da. Weil die Arschlarm sind zum Bauen, das wäre echt fatal. Oh je, sehe ich das richtig? Wir sind von der Höhe her nicht so toll. Na, ah, wobei. Wobei. Wenn wir jetzt hier. Das hier so hinbauen. Passt das eigentlich? Können wir gleich mal hier so einen Robotic-Arm nehmen. So. So die Frage, ob der reichweitentechnisch passt. Ja, passt. Wunderbar. Dann brauchen wir das gar nicht. So, und da wir jetzt... Ich möchte natürlich das Problem vermeiden, dass hier sich das Zeug wieder... Also, was ich meine ist, theoretisch, wenn ich jetzt hier abreiße, wird es ja voll. Und jetzt kann es passieren, dass sie das voll machen und irgendwann merken so, oh, das Ding ist voll. Und jetzt seht ihr das? Und das muss ich vermeiden. Also, können wir das leider nicht so machen, dass wir die Dinger hier nutzen. Wir müssen es so machen. Und nochmal zum Vergleich, wenn wir es jetzt so machen, das Ding läuft voll irgendwann, ne? Sehen wir auch gleich, wenn dann die andere Seite befüllt wird. Falls das der Fall sein sollte. Wir können ja einen Arm tauschen für innen und außen. So, und jetzt haben wir den Fall, die hören jetzt aufzulegen. Und das ist der Vorteil daran. Deswegen, wir müssen das so mit den offenen Bändern machen. Die anderen sind dafür einfach nicht geeignet. Deswegen nehmen wir jetzt auch noch einen Two-Lane. Packen den hier hin. Dann kann der nämlich gemütlich auf die andere Seite des Fließbands legen. Dann kriegen wir auch hier wunderbar keine Probleme.
Ich räume immer das Falsche auf. Licht brauchen wir gerade keins. So, und somit haben wir hier. Bis auf dieses Ding hier. Na. Wunderbar. Komm, brauche ich jetzt gerade nicht. So, hier kommt massenhaft Kupfer. Können wir mal gucken, da hinten. Jawohl, das füllt sich schön, das füllt sich schön. Züge. Ist doch ein Zugteil kaputt gegangen. Die stauen sich alle da hinten. Ja, dann ist wohl eine Schiene erwischt worden. Kümmern wir uns gleich drum. Alles mit der Ruhe. Der Baum ist, glaube ich, im Weg. Ja. Gib mir das sinnlose Holz. Ich weiß immer noch nicht für was. So, das Gute ist, wir können hier einfach anschließen. Beim letzten Test ging es zumindest. Da wünschte ich mir auch noch so eine Alternative. Ich meine, ja klar, man kann sagen, ah ja, gut, dann baut man halt einfach seitlich ran. Ist ja nicht so schlimm. Aber ich fände es cool, wenn man dann einfach ein T-Stück hier dran setzt. Weil optisch gesehen, ne, es sieht jetzt nicht so pralle aus. Da wünscht man sich einfach ein bisschen mehr, sag ich mal, ne? So, was wir hier machen könnten. Außer, dass wir hier natürlich noch ein bisschen ranbauen. Ja, ist, nicht so. Wartet. Das war eins zu weit vor. Wir machen jetzt eins so hin. Und eins so hin. Ich glaube, da kommt eh nicht mehr. Da ist jetzt zwar schon einiges drin, aber ja. So. Ich glaube, hier ist egal, welchen wir wo nehmen. Regel Nummer 1, dran denken. Ah, es, ja, es ist so viel einfacher, als das Zeug drauf zu packen. Oh, warum steht das jetzt? Echt jetzt? Es geht nicht? Wie, das geht nicht? Oder wir sind zu voll. Ich mach mal das weg. Kann doch nicht sein. Das ging doch drüben auch. Scheint wohl nicht zu gehen. Ach nee, da kommt gar nichts. Wieder kommt nichts. Ist da einer falsch gedreht? Nur mal zum Testen. Nicht, dass es jetzt hier so ein Anzeigebug ist. Da kommt wirklich nichts. Okay. Warum kommt da nichts? Blockieren die sich so da gegenseitig irgendwie? Hä? Also jetzt verarscht ihr mich, oder? Okay, ich sehe schon. Ich muss diese Ärmchen hier mal drehen. Dann nehmen wir den Outlane quasi hier und den für innen quasi. Hoppla. Quasi für hier. Dann legt der nämlich. Oder? Naja, ich hab's schon mal besser gesehen. Warum hängt das hier so? Müssen wir vielleicht doch noch hier so eins hinsetzen, dass das besser läuft? Tatsächlich. Ja, manchmal hängt es halt echt an diesen komischen Fließbändern. Gut. Jetzt läuft's richtig. Dann können wir auch das hier wieder wegmachen. So, müsste immer noch funktionieren. Mal schauen. Und wie es funktioniert. Sehr geil. Also, Kupferversorgung ist wieder im vollen Gange. Bis auf die Tatsache, dass die Züge noch nicht fahren. Aber wenn wir mal hier reingucken. 89. 89. Kohle. Läuft. Ich höre schon wieder was klippern. Ich sehe es noch nicht. Oh, schon der Sauerstoffmangel hier. So. Dann reparieren wir mal eben schnell die Schienen, bevor die nächsten Asteroiden runterkommen. Das ist nach wie vor. Klar, wir könnten natürlich jetzt einfach eine ganze Reihe von Zügen hier drauf klatschen. Spricht ja nichts dagegen. Aber auf Dauer ist das irgendwie bekloppt. So, das ist ein Mittelstück von der Kurve. Das haben wir nicht mehr auf Lager, soweit ich weiß. Und ich glaube, wir brauchen dazu Stahl. Habe ich recht? Mittelstück meine ich das hier. Oh, wir brauchen keinen Stahl. Okay, sehr gut. Haben wir hier irgendwo einen Pfosten draufgesetzt? Ne, haben wir nicht. So. Bitteschön. Eieiei. Na, was bringst du? Du bringst nur langweilige Kohle. Weißt du was? Komm. So. Das habe ich jetzt nur gemacht, dass der Zug einfach schon mal unterwegs ist. Oha, der ist voll mit Kohle. Jawohl. Der hat auch wieder sehr wenig Kohle, aber es läuft. Oh. Ja, hier haben wir jetzt das gleiche Problem. Ihr seht. Oh Gott, ich will gar nicht wissen.
Ich will gar nicht wissen, was ich hier an Kohle weggeschmissen habe. Ach du Scheiße. Also. Ernsthaft? Was ist das jetzt hier? Das habe ich auch noch verbaut. Also gut. Kriegen wir die Kohle noch hier irgendwie? Jawohl. Gut, das dürfen wir hier nicht mehr machen. Das ist nicht gut. Aber dadurch, dass wir jetzt natürlich... Hoppla. Dass wir natürlich jetzt hier den Vorteil haben, dass wir wieder mehr auf dem Fließband kriegen, dank diesem Computer. Wenn nicht, dann schieben wir da einfach noch mehr Prozente hoch. Absolut kein Problem. Aber jetzt soll es kein Problem mehr geben, hoffentlich. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo legen wir noch in Tunnel rein. Hier legen wir noch in Tunnel rein. Sprich, hier könnte das Problem auch noch auftreten. Auch ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. So. Genauso wie hier. Wobei, ja gut. Wow. Ich habe gerade aus Versehen löschen gedrückt. Zum Glück ist mein Inventar voll. Gott sei Dank. So, das heißt, das kommt auch weg. Ja, immer wieder doof, wenn man Sachen umsonst gebaut hat. Hier haben wir es, glaube ich, wieder zurückgesetzt, ne? Hier passt alles. Ah, hier ist noch ein bisschen das Problem. Ja, hier ist schon allein schwer hinzukommen. So. Den können wir auch mal wieder... Hallo? Manchmal... Hallo, ich klick. Danke. So, schön stapeln. Wunderbar. Dann kann ich auch wieder was nachziehen. Was haben wir hier noch? Puh. Okay, alles klar. Wunderbar. Wo packen wir noch? Ah, hier. Tun wir das auch schnell weg und ersetzen. Ach komm. So. Auch hier. Mir ist zwar klar, das passiert nur da, wo es sich staut, aber es kann ja irgendwann mal vorkommen und dann will ich nicht der Depp sein, der das ganze Zeug verschwendet. So, was macht hier das Zeug? 271 Tech Points. Wow. Und hier? Kein weiteres. Ach so. Ach Gott, das habe ich voll vergessen. Wir brauchen natürlich, ne? Oh, jetzt haben wir natürlich keine mehr in der Klasse. Weil da auch leer ist. Das heißt, wir nehmen das mal raus. Tauschen das. Packen das hier mit rein. Lassen hier auch mal ein bisschen produzieren. Ja, hier fehlt es natürlich jetzt. Das ist schlecht. Wieso haben wir eigentlich den da? Ich könnte natürlich hier welche rausnehmen. Ja. Gefällt mir jetzt aber auch nicht so. Das ist jetzt nicht so die ideale Lösung. Jetzt gibt es wieder drei Stück. Macht drei Tech Points. Hahaha. Naja. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch noch was tun. Aber wie gesagt, wir wollen ja eh alles aufs Dach bauen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Und wie es dann hier weitergeht in diesem fantastischen Spielchen, das seht ihr gleich. Macht's gut!